Alles rund um den Haushalt haben wir wieder da, damit Sie Geld sparen, damit Ihre Lebensmittel frisch bleiben, damit Sie Sachen einfrieren können beispielsweise. Also schmaler Geldbeutel, immer alles frisch und da können Sie auch größere Mengen kaufen. Das macht sich natürlich auch bemerkbar. Wir haben ein 70-teiliges Set jetzt für Sie. Da können Sie vakuumieren ohne Ende. Vakuumieren ist ja ein Dauerbrenner, ein Dauerrenner sogar, Kai. Ja, und das Tolle ist einfach, dass ich damit mir unheimlich viel Lebensmittel länger erhalte, mir Geld spare, viele Dinge ganz anders portionieren kann und noch den Vorteil habe, was die Beutel betrifft, da kommen wir nachher noch dazu, dass ich heute sogar auf schonendes Dampfgarn gehen kann. Das finde ich so toll mit dem Set. Alles bleibt fünfmal frischer mit unserem 70-teiligen Set. Wir fangen mal mit dem ersten Gag an, meine Damen und Herren. Und das ist ein Flaschenverschluss. Ganz genau. Das bedeutet jetzt also gerade bei Säften, die vergären können. Also nehmen wir jetzt wie O-Saft, wie Apfelsaft, all diese Dinge. Oder Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten nicht, dass der Geschmack im Kühlschrank vom Geruch her an Ihre Getränke geht, dann haben wir hier unseren ganz kleinen, super einfach zu bedienenden Vakuumverschluss. Das gilt natürlich auch für Weiß, für Rotwein, eine ganz tolle Sache, weil sich die ganze Sache einfach wesentlich länger hält. Und ich gehe mal mit dem Mikro dran. Bleib mal mit der Kamera bitte mal ganz kurz so nah drauf. Das ist ganz wichtig, damit Sie auch mal gleich den Effekt verstehen. Ich gehe jetzt hier mal dran mit meinem Mikro und mache das mal auf. Haben Sie das gehört? Das hat gezischt. Das heißt, die Luft geht da wieder rein. Wie der Bus an der Haltestelle. Ganz gut. Genau. Wir haben hier einen Deckel, der unten einen Silikonabschluss hat. Das brauchen wir, damit der Einfüllstutzen sozusagen hier oder der Hals dicht ist. Der wird aufgesetzt und hier oben drauf habe ich unseren Ventildeckel, der ein paar Löcher drin hat. Genauso schön hier zu sehen. Und dann habe ich noch ein kleines Gummiventil vorne drauf. Das und wenn ich jetzt ein Rückschlagventil. Genau. Und wenn ich den Deckel jetzt drauf tue und das zum Beispiel jetzt mal mit unserer Handvakuumierpumpe die Luft rausziehe. Upsala, jetzt bin ich verrutscht. Moment. Dann habe ich in kürzester Zeit das Vakuum wieder drin und auch die Getränke halten sich wesentlich länger. Natürlich sind die Deckel dicht, das ist klar, aber der Riesenvorteil ist, dass eben auch keine Luft mehr drin ist. Das heißt, kein Sauerstoff, der mir meine Ware altern lassen kann. Und jetzt passen wir nochmal auf. Da war es wieder. Der Bus. Ja. Also, meine Damen und Herren, gerade bei Säften, ich habe es ja schon mal erwähnt, Säfte, meine Damen und Herren, kriegt man nicht in allen Größen. Und meistens dann auch nur große. Gerade in Single-Haushalten ist das dann ganz schwierig. Und die muss man dann aber auch in 2 Tagen aufbrauchen. Und da ist das Problem. Wenn Sie aber die Luft hier rausholen, von dem Verbrauch, wenn Sie die Luft hier rausholen, kein Sauerstoff ran kann, dann bleibt das natürlich frisch. Und das können Sie 5-mal länger als normalerweise. Also, dann kann man auch wirklich sagen, naja gut, ich kann also 14 Tage so eine geöffnete Flasche im Kühlschrank stehen lassen. Gar keine Frage, das geht. Normalerweise ist es ja so, dass gerade bei Wein, der Wein irgendwann nach 3-4 Tagen auch umkippt. Wenn Sie jetzt mal ein gutes Fläschchen offen haben, gerade was einen roten betrifft, den ich ja draußen stehen lasse, finde ich es dann eben auch ganz gut, dass Sie sagen können, Moment, ich entziehe dem mal die Luft, der hält mir auch locker noch eine Woche und schmeckt dann am Schluss genauso gut, wie als ich ihn geöffnet hatte. Und das ist eben das Thema. Hier sehen wir es ja nochmal in unserem Film. Das ist übrigens jetzt schon mit unserem elektrischen Vakuumierer, der übrigens im kompletten Set nachher dabei ist, kann man auch mal sehen, wie gut das auch hält und wie sehr da Unterdruck drin ist. Und der ist das hier. Genau, das ist unser elektrischer Vakuumierer. Ja. Ist auch, eine ganz tolle Sache. Gut, das war schön, guck mal hier. Ja, hält schon, zack. Der ist dafür da und der ist im Set mit drin, dass wenn Sie sagen, ich habe mehr Dinge zu vakuumieren, das heißt jetzt eine 2-köpfige, 3-köpfige, 4-köpfige Familie, wo Sie zum Beispiel auch Fleisch in größeren Mengen einkaufen und vorvakuumieren wollen zum Einfrieren, ist es überhaupt kein Thema. Da ist der elektrische Handvakuumierer dann die wesentlich bequemere Sache. Wenn Sie natürlich nur kleine Sachen haben, reicht der kleine Handvakuumierer. Der ist übrigens im Set auch mit drin, muss man dazu sagen. Da sehen wir nochmal unser Set. Das sind die Flaschenverschlüsse, meine Damen und Herren. 4 Stück davon. Ganz genau. Dann die Handpumpe, die vorne rechts liegt. Hinten links die grünen Behälter. Genau. Das sind einmal eckige, also rechteckige und runde. So Boxen. Und dann haben wir natürlich noch Tüten dabei in verschiedenen Größen. Super Set, meine Damen und Herren. Für ein kleines Geld sind Sie hier ein für alle Mal gut versorgt. Gerade für Camper auch genau das Richtige. Für Single-Haushalte, was Sie auch immer wollen, ob das Obst ist, ob das Gemüse ist, ob das Erdnüsse sind beispielsweise oder aber auch Fleisch. Sie können alles wunderbar vakuumieren. Wir haben es auch hier in den Tüten beispielsweise drin. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Guck mal, das sieht aus wie neu, ne? Ja, genau, wie gerade eben geschlachtet. Ja. Aber zu den Tüten kommen wir später. Wie frisch von der Weide. Also, wir fangen jetzt erstmal mit Vakuumierboxen an und da haben wir insgesamt 4 Stück für Sie. Nehmen wir das mal Set da weg. Komplett mit drin. Das heißt, hier erstmal unsere große Box mit 2,6 Liter Inhalt.
da können Sie eben wirklich, wie wir es jetzt mal gemacht haben, Müsli komplett vakuumieren oder auch andere Dinge. Das heißt, wenn Sie jetzt größere Mengen haben, zum Beispiel vorgeschnittenes Gemüse, wenn Sie sagen, ich habe Paprika schon einen Tag vorm Kochen geschnitten, weil ich Besuch kriege und ein bisschen mehr machen muss, ist es auch kein Thema, weil geschnittenes Obst und geschnittene Früchte wie auch Gemüse können Sie natürlich dann auch jederzeit einvakuumieren. Und es bleibt eben dann auch bis zu dem Tag, wo Sie es einsetzen, auch frisch. Der Walter zeigt es jetzt gerade nochmal. Man merkt es dann auch gleich, wenn der Deckel oben wieder ganz leicht anfängt, sich durchzubiegen, kommt einfach die Luft raus. Und hier habe ich eben mit 2,6 Litern wirklich einen großen Behältnis, wo ich sage, sehen Sie schon, schon ganz leicht wieder nach innen gebogen. Ein großes Verhältnis. Bitte? Konkav. Konkav und nicht konvex. Genau. Das ist mal unsere große, die wir dabei haben. Dann haben wir aber noch als viereckige Box unsere kleinere mit 1,3 Litern. Die ist 21,5 x 13,8 cm lang und breit. Das ist sie. Die gleiche Technik, der gleiche Ventilverschluss wie auf unseren Weinverschlüssen auch. Dann haben wir noch unsere runde Dose mit einem Liter. Das ist die ganz außen, das ist die. Diese hier. Können Sie zum Beispiel auch Mehl oder solche Sachen jederzeit auch mit einvakuumieren. Hier haben wir jetzt in dem Fall Paprika drin. Genau, die ist 14,2 x 12,3 cm. Und dann haben wir noch die kleine runde Dose. Und die ist 14,2 x 8,3 cm. Und die hat 0,6 Liter Inhalt. Eine tolle Erfindung, meine Damen und Herren. Gerade wenn man Sachen länger haltbar machen möchte. Wenn man vielleicht zu viel auch vorbereitet hat, kann man es dann den nächsten Tag oder die nächsten Tage wieder verwenden. Ich sag's nochmal, bis zu 5-mal länger bleibt alles frisch. Und, meine Damen und Herren, frieren Sie sowohl die Beutel als auch die Behälter, die wir Ihnen gezeigt haben, ruhig ein. Das geht, das ist gar keine Frage. erwärmen Sie auch in der Mikrowelle. Alles das können Sie machen, gar keine Frage. Genau. Und da kommen wir jetzt, wenn wir gleich zu den Beuteln kommen, zu einem brandaktuellen Thema. Ich sag mal ganz nur kurz Single-Haushalt, so wie ich ihn ja auch habe. Wenn ich koche, ist es meistens so, weil ich ja, wenn ich zu Hause in Köln bin, koche ich ja meistens für mehr Leute. Wenn ich jetzt aber hier bei uns bin, dann koche ich dummerweise, auch wenn ich alleine bin, auch immer für mehr Leute. Das ist, mir geht das aber genauso. Ich kann nicht das für einen kochen. Nein, das geht nicht. Also ich koche Minimum von der Menge her für 4, 5 Leute. Ja. Das ist ganz normal. Das ist aus dem Gefühl raus. Ja. Dann ist das Tolle, dass ich wirklich sagen kann, was übrig bleibt, kann ich vakuumieren und einfrieren. Aber, und das ist das große Aber, was ich so toll finde heute in der Gastronomie, ist das schonende Dampfgaren ein Riesenthema geworden. Das heißt, ich kann heute auf den Punkt genau vorbereiten. Mein Fleisch verliert kein Volumen, wenn ich es dampfgare. Alles bleibt geschmacklich wesentlich besser erhalten. Und da kommen wir jetzt auf unsere Beutel. Die Beutel sind nämlich so genial wie praktisch. Wir haben drei verschiedene Größen. Wir haben die immer in 20er Packs. Das heißt, die ersten sind 3 Liter Beutel, 1,3 Liter Beutel. So, wo haben wir den? Da ist er, das ist der kleine hier. 1,3 Liter Beutel. Dann haben wir... Nee, Moment, das ist der, Entschuldigung. Genau, hier. So, wo war unsere Erdbeeren? Da muss ich eine Geschichte erzählen. Das war nicht beabsichtigt. Gestern hat die Requisite mich gefragt, was sollen wir denn alles besorgen? Da habe ich gesagt, oh, Erdbeeren wäre so gut, dann essen wir die hinterher auf. Da sagt er zu mir, es gibt jetzt keine Erdbeeren. Da habe ich gesagt, ach ja, stimmt. Jetzt gucken die heute in den Kühlschrank und finden diese Erdbeeren. Die sind vor einem Monat vakuumiert worden. Die haben wir noch. Ganz das muss man sich mal vorstellen. Ja, und die sehen immer noch tipptopp aus. Und die sind auch jederzeit zu benutzen noch, weil sie vakuumiert sind. Was ich jetzt so klasse finde, Sie haben hier dieses klassische Ventil vorne dran. Da wird die Luft entzogen. Hier, da setzen Sie entweder den Hand- oder den elektrischen Vakuumierer auf und Sie haben hier oben eben diesen Zipverschluss. Das heißt, hier oben zumachen, erst zudrücken, dann den Vakuumierer draufsetzen und dann die Luft entziehen. Aber, und jetzt komme ich nochmal zu dem Aber, wenn Sie, wie zum Beispiel jetzt hier, bei unseren etwas größeren Beuteln, bei den 1,6 Liter Beuteln, hier mal Fleisch jetzt so vakuumiert haben, und sagen sich, pass mal auf, ich probiere das jetzt mal, ich möchte sowas mal schonend dampfgaren. Dann können Sie das in ein Wasserbad legen. So wie es ist. Ganz genau, so wie es ist hier. Und dann einfach mal sehen, was passiert denn, wenn ich das bei schonendem Garen, also Dampfgaren, jetzt im Wasserbad einfach mal ziehen lasse. Und soll ich dir jetzt mal ein Geheimnis verraten? Ja. Meine Mutter, die hat das in die Spülmaschine getan. Echt? Ja. Bei 60 Grad war genau richtig, Waschgang. Und kann ich mir vorstellen. Die hat das rausgeholt, das war butterzart. Ja. Spülmaschine. Coole Idee, weil Temperatur ist da. Ja. Und das ist eben eine Sache. Vorteil ist, Sie werden merken, das Stück Fleisch an sich verliert nicht an Größe. Wenn Sie heute ein Fleischstück anbraten, zieht sich das leicht zusammen, wenn es jetzt nicht gerade
gutes Stück Fleisch ist, also wenn es normales Fleisch ist, was Sie kriegen. Hier kann Ihnen das nicht mehr passieren. Sie werden merken, dass das Fleisch, wie es Walter gerade gesagt hat, auch in der Spülmaschine butterzart wird. Ja. Ja. Geniale Idee. Früher hat die immer Grünkohl in die Waschmaschine getan. Da habe ich auch gesagt, sag mal, Mama, hast du sie noch alle? Das ist ja völlig genial. Ja, aber das ist genial, weil der ganze Sand rauskommt. Und dann kam sie auf die Idee, Fleisch doch bei Untertemperatur in die Spülmaschine zu tun. Natürlich ohne Tab, ne? Ist klar. Aber es kommt ja eh nichts dran, ist ja zu. Ne? Dann haben Sie hier noch ein Etikett, da können Sie draufschreiben, wann Sie es vakuumiert haben, beziehungsweise wann Sie es eingefroren haben. Denn die Beutel kann man ja so, wie sie sind, einfrieren. Gar keine Frage. Und ja, Mikrowelle geht natürlich auch. Das geht viel, viel schneller. Aber ich finde dieses Untertemperaturgaren finde ich sehr, sehr gut, weil das schont das Fleisch absolut. Also ein sehr guter Freund von mir hat auch Gastronomie in Bonn und die haben auch schon umgestellt, weil man, und das ist das Tolle, erstens mal das Fleisch schon für die nächsten Tage etwas früher vorkaufen kann, das vakuumiert, in sozusagen das Kühlfach legt, dann mit dem Beutel in den Dampfgarer tut, das heißt da, wo es einvakuumiert ist, Es geht ja kein Saft flöten oder irgendwas. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen jetzt mal in einem Film, liebe Zuschauer. Da haben wir nämlich auch was für Sie vorbereitet. Aber ich finde das einfach genial, weil ich mit den Beuteln nicht nur vakuumiere, sondern ich kann sie auch in der Küche weiterverwenden. Ja. Das finde ich so toll. Ja. Der hat da Rindfleisch, ne? Guck mal. Gulasch. Sieht schwer danach aus, ja. Das ist der Hugo. Das jetzt alles komplett rein. Der Mann, der immer lächelte. Ja. Dann den Zip-Verschluss zumachen. Ganz genau. Ja. Und dann? Hat er ein Tempo drauf, so möchte ich mal Urlaub haben. Ja, herrlich, ne? Nein, er macht das ganz bewusst langsam, damit Sie jeden Schritt sehen können. Und jetzt mit der Handpumpe zieht er die Luft raus. Und dann haben Sie ein schönes Päckchen und ab in den Gefrierer. Ganz genau. Und Sie werden sehen, wie lange sowas hält. Ja. Das heißt, es gibt auch keinen Gefrierbrand mehr. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als es einen großen Hersteller gab, der ständig mit dem Gefrierbrand umgelauert hat? Ja. Und man kann das, man muss es natürlich nicht einfrieren. Wenn Sie es später haben wollen, schreiben Sie das Datum drauf. Wenn nicht, tun Sie es auch ruhig in den Kühlschrank. Denn wir haben ja gesagt, 5-mal länger. Normales Fleisch, was man kauft, kann man 1-2 Tage in den Kühlschrank tun. Mal 5 wäre also 10 Tage, dass Sie das Fleisch dann einfach in den Kühlschrank tun und können es immer noch ganz frisch rausholen und braten, meine Damen und Herren. Dann haben wir die dritten Beutel, die sind wieder etwas größer. 3 Liter in der Größe her. Und da haben wir dem jetzt hier wirklich dann die Möglichkeit zu sagen, wenn Sie mal ein bisschen mehr Menge haben, jetzt an Gemüse, an Früchten, irgendwas, kein Thema. Und was ich auch sehr schön finde, das ist ja vakuumiert worden, die Orangen bleiben orangenfarben, die Äpfel werden nicht braun. Ja. All diese Dinge passieren Ihnen nicht mehr. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mal Fruchtsalat gemacht haben in der Menge und sagen, da habe ich 2 Liter Fruchtsalat, die möchte ich irgendwo mit hinnehmen, Sommer vielleicht, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall solche Vakuumierbeutel zu nehmen, den Fruchtsalat da rein, dann ins Kühlfach und das Vakuumierte, der kommt nachher absolut frisch da an, wo Sie ihn hinhaben wollen. Nicht mit Alufolie abdecken oder irgendwas, das ist alles Quatsch, sondern wenn Sie die 3-Liter-Beutel und die 2,6-Liter-Beutel haben, überhaupt kein Problem. Da bleibt alles, was sonst normalerweise am Sauerstoff sofort anfängt älter zu werden, bleibt frisch. Gehen wir nochmal durch. 4 Flaschenverschlüsse, dann haben wir 4 Boxen, rund und rechteckig. Wir haben 3 Pakete von unseren Beuteln, da sind jeweils 20 Stück drin. Wir haben die Handpumpe und wir haben die Elektropumpe, meine Damen und Herren. Und da kommen wir jetzt zu der vierten Größe, die ich jetzt hier habe. Das ist ja dieselbe Größe, zu der dritten Größe. Noch mal zurück. Und das, was Sie hier sehen, ist Mais. Könnte man auch als Fächer jetzt benutzen. Ja. Denn so hart, meine Damen und Herren, ist da die Luft rausgezogen worden. Und das ist absolut frisch. Vielleicht können wir das jetzt mal öffnen, damit wir mal sehen, was da jetzt passiert, wenn wir den Zip-Verschluss einfach mal aufmachen. Kommst du rein? Ja, muss. Muss. Eigentlich bin ich ja hier der Grobmotoriker. Ja. Heute bin ich. Okay. Wow, hast du das gesehen? Wahnsinn. So sieht das dann aus. Jetzt sieht man sogar noch von dem Mais hier auf dem Plastik drauf die Abdrücke. So fest war das, liebe Zuschauer. Weil die Beutel sehen normalerweise. Passt sich total an. So aus. Und jetzt sehen Sie mal, was das Vakuum wirklich macht. Das geht wirklich in alle kleinen Zwischenräume rein. Ja. Und jetzt haben wir hier innen drin unseren Mais wieder ganz locker flockig. Total frisch. So, wir können es auch noch mal zeigen. Mhm. Jetzt haben wir es mal zugemacht. Mhm. Jetzt setzen wir noch mal den Vakuumierer auf. Warte mal, natürlich die Dose mal, damit Sie was sehen können. Wie gesagt, Hause. Das Ventil ist immer an der oberen Seite. Ja. Und da können Sie jetzt eben entweder mit dem Hand- oder mit dem Elektrovakuumierer. Der Elektrovakuumierer ist natürlich der bequemere von beiden. Und da können wir jetzt auch drauf gehen. So. Ich glaube, der ist nicht aufgeladen. Ist er nicht aufgeladen? Okay. Dann nehmen wir die Handpumpe. Kein Thema. Also, das ist jetzt der Batteriebetrieben. Und da habe ich übrigens auch noch gleich einen Tipp für Sie.
jetzt sieht man schon sehr schön, wie das eigentlich schon wieder losgeht. Ich habe es jetzt nicht verteilt, ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Das geht aber echt fix, guck mal. Ja, es geht ziemlich schnell. Also so, und da ist jetzt der Punkt, dass Sie wirklich sagen können, okay, wenn Sie jetzt aber zu dem Set dazu sagen, oh Mensch, das ist alles gut und schön, aber wenn die Batterie mal leer ist, ist es überhaupt kein Problem. Es gibt neben dem Set noch einen akkubetriebenen mit Netzteil. Den möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, den kriegen Sie sehr günstig extra dazu, wenn Sie jetzt sagen, 4-5-köpfige Familien, Sie haben viel zu vakuumieren und Sie werden viel vakuumieren. Das kann ich Ihnen sicher sagen, weil das ein absoluter Helfer in der Küche ist. Hier haben wir den Netzteilanschluss, da steht DC 6 Volt. Dann besorgen Sie sich den extra noch dazu zum Set, bestellen Sie den, weil der wirklich eben nicht platt gehen kann. Jetzt sagen wir erstmal die Artikelnummer für das 70-teilige Set, meine Damen und Herren. Das ist die NC 3594569, da sehen wir es nochmal, NC 3594569, da haben Sie alles drin, auch die Batteriepumpe, Sie müssen halt sehen, dass die Batterien voll sind. So, jetzt kommen wir dann zur Elektropumpe extra, die können Sie extra kaufen, denn wenn es Leute gibt, die viel vakuumieren und ich sage Ihnen, Sie werden süchtig nach Vakuum, nach Vakuums, meine Damen und Herren, dann haben wir hier die Pumpe mit Netzadapter. Ganz genau. Und da ist eben dann der Riesenvorteil, wenn Sie sagen, Sie haben zum Beispiel für eine größere Festivität oder für den oder nach dem Wocheneinkauf die Dinge vorzubereiten zum Vakuumieren, dann tun Sie sich den mit dem Netzteil dran. Der kostet nämlich wirklich nicht viel und der hat die Bestellnummer NC 3555 und dann die 569. Genau. Und das ist eigentlich der, mit dem Sie dann auf Dauer auch arbeiten werden, weil das ist schon sehr praktisch, wenn ich einfach sage, ich setze das mal kurz auf, so zack, drück auf den Knopf und er vakuumiert. Und das geht eben wirklich in einer wirklich tollen Geschwindigkeit. Man sieht, es legt sich alles schon an hier. Ja, jetzt wird's fett. So, und wenn Sie jetzt sagen, ich habe 5, 6, 7, 8, 10 von den Beuteln zu machen, das kann jederzeit mal passieren. Wie gesagt, insgesamt 60 Beutel im Set, was eine ganze Menge ist, plus die 4 Dosen, plus die Weinverschlüsse. Ah, das Erdnüsse? Auch. Im Moment nicht, danke, okay, aber ich weiß, was du damit machen dann sollten wir die vakuumieren. Möchtest. Okay, willst du es im Beutel? Ja, ne? Pass mal auf. Das sind jetzt unsere 1,3 Liter Beutel. So, so sehen die Fabrik frisch aus. Und jetzt machen wir mal den Zipper oben auf. Und dann packen wir mal die Erdnüsse. So, mein Lieber. So. Walter? Ja. Rinder mit. So ist es. Dann natürlich den Zipverschluss wirklich verschließen, ordentlich zumachen, dass der dicht ist. Mhm. Und der schließt, wie gesagt, hermetisch ab. Dann legen Sie es hin. Jetzt tun wir mal unseren leeren Batterie weg und nehmen einfach mal den, den Sie sich einfach dazu bestellen. Das ist ganz wichtig. Gehen auf unser Ventil hier oben. So, und los geht die Luzi. Schauen Sie sich das an. Oh, oh, oh. Irgendwie erinnert mich das an Erdnüsse. Ja, verpackt und vakuumiert, ne? Ja, genau. Irgendwie schon, ne? Ja, das die Industrie macht das ja auch teilweise. Ganz genau. Nur wenn man die dann einmal aufmacht, dann bleiben sie nicht mehr frisch. Jetzt ist das hier alles wieder wunderbar. Ne? Und Sie können jederzeit öffnen und wieder verschließen. Alles, was heute verderblich an Gut zu Hause ist, können Sie um das Fünffache länger lagern. Sie haben den Vorteil, Mikrowellen und Gefrierfach geeignet sind unsere Beuteln. Das heißt, das Thema schonendes Dampfgaren sollten Sie sich auch mal durchlesen, weil das Fleisch einfach unglaublich zart wird. Ja. Machen Sie es in der Spülmaschine, machen Sie es ganz normal, je nachdem wo. Verrückt, aber geht. Und das Tolle ist einfach, dass ich wirklich sage, das ist immer bei Rinderfilet das Problem. Man sagt dann immer, ich möchte ja eigentlich, Rinderfilet ist ja nicht gerade billig, ist jetzt egal, ob es Schulter ist oder ob es je nachdem. Ja, das ist jetzt Schwein, was wir hier haben. Genau. Und dann kriege ich dann immer ein Stück mit 1,4, 1,6 Kilo. Ich kaufe es immer im Großhandel. Du machst es ja genauso, um auch günstiger dran zu kommen. So, Single-Haushalt, was mache ich? 1,6 Kilo Rindfleisch esse ich nicht an einem Abend, überhaupt kein Thema. Genau. Vakuumieren. Es ist überhaupt kein Problem. Vakuumieren, dann einfrieren, es hält fünfmal länger und das Fleisch wird nachher genau den gleichen Garpunkt haben, genau den gleichen Geschmack haben, wie als es am ersten Tag gekauft haben. Keine Feuchtigkeit, keine Gerüche, keine Luft kommt rein, keine Keime, meine Damen und Herren, und kein Schimmel. Das sollten Sie nochmal einfach beachten. Also, ich würde Ihnen raten, die elektrische Handvakuumierpumpe mit Netzadapter gleich dazu zu kaufen. Ich sag's nochmal, das ist die NC 3555569. Das sind praktische Dinge.
Dinge für den Haushalt, für ein kleines Geld, wo Sie richtig Geld sparen. Auf Dauer holen Sie die Pumpe ganz schnell wieder rein und natürlich auch das 70-teilige Set, meine Damen und Herren. Besser kann es nicht sein. Und gerade für Single-Haushalte genau das Richtige. Ah, du Würst. Guck mal. Ich mach die Würstchen frisch. Okay, in diesem Sinne, er macht weiter und ich gucke ihm zu. Okay.